Ihr denkt vielleicht, wie kann das sein, dass hier ein anderen Hofreiter von den Grünen ein Sondervermögen von 100 Milliarden für die Ukraine einfordert? Und ihr fragt euch, wie verrückt ist das denn, dass Kiesewetter sogar 300 Milliarden fordert? Das macht doch gar keinen Sinn, denkt ihr. Doch, das macht Sinn. Denn Grüne, CDU, SPD und die FDP, sie alle sind auf einem ganz besonderen Weg. Und dafür sollen auch wir letztendlich sensibilisiert werden. Um welchen Weg es sich handelt, das schauen wir uns an. Herzlich willkommen, hier ist wieder Lil von Warum Punkte. Schön, dass du wieder Zeit für dieses Video gefunden hast. Es ist heute ein sehr, sehr brisantes Thema. Viele von euch fragen sich, das kann doch nicht sein, dass hier Milliarden bereitgestellt werden soll vom deutschen Haushalt für Krieg in der Ukraine. Schließlich haben wir doch andere Sorgen. Unsere deutsche Wirtschaft generell liegt am Boden. Infrastruktur funktioniert nicht. Das Thema der Schulen ist eine Katastrophe. Rentensystem implodiert scheinbar. Die ganzen Rentenkassen sollen irgendwann leer sein. Wer weiß es. Und trotzdem fordern entscheidende Politiker, noch mehr Geld in den Ukraine-Konflikt hier zu pumpen. Olaf Scholz hat ja, ne, wisst ihr ja, schon für Deutschland jede Menge Kohle rausgeknallt in Richtung Ukraine. Anton Hofreiter fordert 100 Milliarden. Kiesewetter von der CDU ist noch ein bisschen mutiger, denn er fordert gleich 300 Milliarden. Warum? Tja, man rechnet damit, dass die USA sich mittelfristig doch finanziell aus diesem Ukraine-Konflikt heraushalten könnten. Heute Morgen kam zwar die Meldung, dass man das in den USA geheißen hat, okay, ja, es gibt noch Geld für die Ukraine, aber die letzte Entscheidung ist noch nicht getroffen. Und da kommt natürlich noch eins hinzu. Gemeinsam mit Pistorius ist unser guter Bundeskanzler Scholz nach Unterlüß gefahren zum Spatenstich der neuen Munitionsfabrik Rheinmetall. Zu Rheinmetall gibt es noch im zweiten Teil des Videos einige vielleicht sehr interessante Informationen für euch. Und dann haben wir noch die Geschichte von der SPD-Kandidatin für die kommende Europawahl, Katharina Barley. Sie hat vor wenigen Stunden auch in einer Pressekonferenz dargelegt, dass es doch wichtig sei, dass auch Europa eigene Atomwaffen haben sollte, falls der US-Schutzschirm wegbrechen sollte. Und von daher wäre es ganz wichtig, dass Europa halt eben auch eine Atommacht wird. Was kann man daran beobachten? Das ganze Thema ist im Grunde genommen so zu interpretieren, dass sich die Herrschaften alle auf den Weg der ökonomischen Mobilmachung begeben haben. Man nennt das auch Kriegswirtschaft. Wir sind zwar noch relativ weit weg bis zum Ende einer tatsächlichen Kriegswirtschaft, aber die Anzeichen sind durchaus gegeben. Denn statt, dass man wirklich sehr viel in sonstige Wirtschaftsbereiche hier investiert, auch von Seiten des Staates, werden immer wieder neue Sondervermögen gefordert und auch freigegeben für den Ukraine-Krieg. Also von daher müssen wir davon ausgehen, dass die deutsche Regierung tatsächlich gerne mobil macht. Und ihr wisst ja, Pistorius sagt ja auch immer, in spätestens 5 bis 6 Jahren kommt der Russe. Ich glaube, dass ist nicht der Hauptgrund. Weil eins müssen wir uns mal hier vor Augen halten. Bei der neuen Munitionsfabrik in Unterlüß entstehen zwar 500 neue Arbeitsplätze, aber es sollen halt 200.000 Geschosse produziert werden. Und die Fabrik wird auch schon im Jahr 2026 fertiggestellt werden. So der Plan. Und wir können davon ausgehen, dass dieser Plan eingehalten wird. Munitionsfabrik viel wichtiger als irgendein Flughafen oder der Elbtower ist da ja die ganze Geschichte. Und von daher haben wir noch folgendes Problem. Jede Rüstungsindustrie, jedes Rüstungsunternehmen schließt mit Staaten oder mit einem Staat und sicherlich auch hier mit Deutschland einen Vertrag ab. Und ein ganz wichtiger Bestandteil eines solchen Vertrags ist was? Die sogenannte Abnahmegarantie. In der Regel ist es tatsächlich so, dass alle Munitionsfabriken, alle Rüstungsfabriken tatsächlich eine Abnahmegarantie von den Staaten fordern. Warum? Naja, die Produkte, die dort produziert werden, irgendwelche Geschosse, die kann man ja nicht irgendwie mal schnell umrüsten für den Konsumverbrauch. Also für Konsumgüter, Verbrauchs- oder Gebrauchsgüter geht das ja nicht. Also die produzieren tatsächlich für
Krieg, ausschließlich für Krieg. Das heißt, Kriege werden weitergehen. Und ist euch schon mal aufgefallen, diejenigen, die für Frieden sind, die finden in der breiten Öffentlichkeit, in den Medien, überhaupt kein Gehör. Überall werden nur noch all jene interviewt als Experten, die sagen, wir müssen kriegstüchtig werden. Der Russe kommt. Ja. Und von daher ist der Weg der deutschen Wirtschaft ein Weg in die Kriegswirtschaft. Und am Ende, wenn die Kriegswirtschaft tatsächlich komplett gegeben ist, dann haben wir eine staatliche Planwirtschaft. Dann wird alles vom Staat organisiert. Dann werden Lebensmittel rationiert. Kennt ihr ja sicherlich noch von den Erzählungen eurer Eltern, dass es damals Essensmarken gab. Und das könnte das Ende vom Lied sein. Ob die Bezahlkarte für Asylanten jetzt der erste Schritt sind, weiß ich nicht. Oder das digitale Geld. Keine Ahnung, könnte schon so sein, oder? Und dann dürfen wir natürlich eine Person auch nicht vergessen. Marie-Agnes Strack-Zimmermann, FDP. Marie-Agnes Strack-Zimmermann, sie hat nun eine ganz besondere Bitte, denn sie hat einen Antrag gestellt, dass ein AfD-Abgeordneter, und zwar ist das Herr Gnauk, dass der ausgeschlossen wird vom Verteidigungsausschuss. Mit der Begründung, in diesem Verteidigungsausschuss werden so viel geheime Dinge besprochen, die unter Verschluss bleiben müssen, dass man nicht gewährleistet oder sich nicht sicher ist, dass ein AfD-Abgeordneter das nicht doch in die Öffentlichkeit tragen würde. Zumal ja auch der Ableger der AfD, die jungen Alternativen, unter Verdacht steht. Nicht wahr? Sind ja alle vom Russen beauftragt worden. Also von daher muss man ganz ehrlich sagen, die FDP, Strack-Zimmermann, die Grünen, Hofreiter, die CDU, Kiesewetter, Olaf Scholz, Pistorius sowieso, bewegen sich immer mehr auf den Weg in die ökonomische Mobilmachung. Jetzt gucken wir uns noch mal kurz die Firma Rheinmetall an, von der ja viele glauben, das ist ein deutsches Unternehmen, die sitzen ja schließlich in Düsseldorf, nicht wahr? Und Aufsichtsrat und auch die Vorstände sind ja alles Deutsche größtenteils. Aber wem gehört Rheinmetall? Da haben wir als erstes die Aktien, die sogenannten Free-Float-Aktien, zu 77,01%. Free-Float heißt nichts anderes, als dass zu 77% es Aktien gibt, die an der Börse frei gehandelt werden können. Relativ viel. Der größte Aktionär oder Einzelaktionär ist die Vermögensverwaltungsgesellschaft BlackRock mit 5,55%. Ihr wisst ja, BlackRock und Larry Fink, das ist eine sehr, sehr große amerikanische Vermögensverwaltungsgesellschaft. Dann haben wir an zweiter Stelle ebenfalls Amerikaner, die Capital Group Companies mit 4,99%, gefolgt von ebenfalls amerikanischen Vermögensverwaltern, Bellington Management mit 4,96%. Dann haben wir ebenfalls Amerikaner UBS Group AG mit 3,83%. Und dann haben wir Fidelity Investment Trust 3,04%. Und dann haben wir Goldman Sachs Group mit 0,21%. Und eigene Anteile, also Aktien, die die Rheinmetall selber hält, sind nur 0,41%. Das heißt, der größte Anteil von den restlichen 22,9% befindet sich bei den Amerikanern. Und Rheinmetall hat vor kurzem sich noch ein weiteres Unternehmen unter den Nagel gerissen, und zwar die spanische Munitionsfabrik, das ist Expal. Die gehört jetzt praktisch zu Rheinmetall. Und Rheinmetall hat vor wenigen Tagen auch eine Pressemitteilung rausgegeben, dass sie natürlich noch auf der Suche nach weiteren Firmen sind, die zu ihrer Gruppe dazugehören sollten in Zukunft. Das heißt, dieser Rüstungsbetrieb oder Rüstungskonzern Rheinmetall ist auf dem Weg der Expansion. Und warum ist er das? Das machen die ja nicht ins Blaue hinein, sondern sie wissen ganz genau, dass weiterhin Europa, die USA sowieso, dass sie alle auf dem Weg zum Krieg sind. Und von daher haben sie natürlich starkes Interesse daran, immer mehr und mehr zu wachsen. Und wenn es dann darüber hinaus eine Abnahmegarantie von den Staaten gibt,
Das ist super sicheres Geld, nicht wahr? Und von daher müssen wir uns gar nicht mehr aufregen und wundern, weshalb dann die viele Politiker von SPD, von CDU, von den Grünen und von der FDP halt eben immer mehr Sondervermögen für den Krieg einfordern. Das ist die eigentliche Strategie. Ich bin sehr gespannt auf eure Meinung und wünsche euch noch einen zauberhaften Tag. Bis auf ganz recht bald. Tschüss, eure Lil.